Mario. Hallo. Herzlich willkommen, meine lieben Abonnenten, Freunde und Fans. Und was weiß ich, was ich noch alles habe. Wahrscheinlich Verehrerinnen irgendwo auf der Welt in Südostisland, aber egal. Ja, ich heiße euch hier willkommen zu meinem absolut neuen Projekt, was mal überhaupt nichts mit Pokémon oder Minecraft zu tun hat. Und zwar ist es Super Mario 64. Ja, warum Super Mario 64? Ich bin gerade auf einem Nintendo-Trip. Super Mario 64 ist der Titel für die Nintendo 64 damals gewesen. Und ja, ich habe mich halt angetan gefühlt, dieses Spiel mal blind zu Let's Play, denn ich habe davon keine Ahnung. Und mein Pogel ist auch wieder dabei, der aber nicht lange rummaulen wird, denn ich werde irgendwas nach ihm schmeißen noch im Part. Und wir schnappen uns von Marios Nase. So, okay. Egal, genug rumgeblödelt. Wir fangen jetzt mal an hier zu spielen. So, am Anfang des Spiels. Und Moment, ich mach kurz Pause. So, Vogel ist jetzt ruhig gestellt. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ah, genau. So, wir befinden uns jetzt hier am Anfang des Spiels in den Einstellungen. Das ist meistens hier auf Englisch gestellt. Bei mir ist es jetzt auf Deutsch. Keine Ahnung wieso. Aber gut, es ist jetzt auf Deutsch und der Sound ist Stereo. Das ist sehr nice. Dann gehen wir hier mal auf Zurück. Ja, ich spiele mit einem Gamepad, muss man dazu noch sagen. Entschuldigung. Und, ja, mal gucken, Leistung. Ah, genau, da kann man jetzt sehen, was man hier schon hat. Kann man das Zeug kopieren oder löschen. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen direkt mal an auf Welt 1. Okidoki. Okidoki. Dear Mario, please come to the castle. I have baked a cake for you. Yours truly, Princess Toadstool. Peach. So, da wir jetzt von Prinzessin Peach sozusagen eingeladen wurden, bin ich mal gespannt, was uns da im Schloss alles erwarten wird. Also, gut, das Let's Play ist von mir zwar blind, aber man könnte sagen, es ist zu drei Vierteln nur blind, denn ich habe schon einigermaßen Erfahrung mit den ersten Leveln gemacht und habe damals auch schon gezockt. Ja, man könnte sagen, es ist semi-blind. Oder half-blind. Nein, sagen wir, es ist semi-blind. Okay, es ist jetzt das Let's Play Super Mario semi-blind. Okay, so, und da haben wir die Röhre und wuhu, da kommen wir schon raus. Okay, ich hoffe, der Ingame-Sound ist jetzt nicht zu leise von mir eingestellt, aber das werde ich am Ende der Aufnahme merken. So, herzlich willkommen! Durch eine Warp-Röhre bist du direkt zum Schloss der Prinzessin gelangt. Die Steuerung ist einfach. Benutze den A-Knopf, um zu springen und den B-Knopf, um zu schlagen. Hinweisschilder kannst du lesen, wenn du dich davor stellst und den B-Knopf betätigst. Der Analogstick dient der Steuerung. Das demonstriere ich, wenn wir jetzt hier mal laufen könnten. Doch jetzt genug der vielen Worte. Auf zum Schloss! Okay, ja, der Analogstick ist zum Laufen. Wir laufen hier ganz geschwind herum und springen und hui. Wie man das alles macht, erkläre ich euch noch später dann. Dieser Knopf weiß ich nicht, was es ist. Ah, das hier ist L, da ducken wir uns, da können wir kriechen. Ist auch ganz cool. Mit R weiß ich nicht genau, was man macht, aber gut. Dann wird das hier oben der Z-Knopf sein. Nein, wird er nicht. Nein, ist er nicht. Wo ist der Z-Knopf hin? Ah, genau, hier. Bumm. Dann ist das hier L und R, glaube ich. Okay. Sorry, ich muss jetzt erst gerade nochmal in die Steuerung reinkommen. Ja, mit B schlagen wir und drei miteinander machen wir eine Schlag-Tritt-Kombo. Und ich weiß nicht ganz genau, ob die Framezahl immer 25 ist bei Super Mario 64 hier. Aber ich werde auf jeden Fall mal nachgucken, ob ich die vielleicht erhöhen kann, weil das sieht mir schon ein bisschen komisch aus. Aber gut. So, was können wir alles machen hier? Ja, wir können drum rumrennen. Und eins mache ich jetzt aber schon mal direkt. Das habe ich mir nämlich noch im Kopf behalten, was ich da machen muss. Und zwar, ich springe zu diesem Baum. Ich hoffe, es war der Baum. Gehen hier hoch, klettern hoch und es war der Baum nicht. Gut, dann war es der Baum. Der war es auf jeden Fall, das weiß ich. So, auf zur Spitze. Zing! Und ein Leben. Yeah, nice. Jetzt haben wir schon mal 5 Leben. Das ist schon mal hilfreich. So, was können wir noch machen? Eigentlich nichts. Außer hui! Auf den Bauch rutschen. Aber gut, das ist was anderes. Und hey, da kommt Lucky Two. Nice. Was hast du zu sagen, Lucky Two? Gib mir Antwort. Gib mir Worte. Und gib mir scheißegal jetzt. Guten Tag, liebe Freunde des Action-Kinos. Die Lucky Two Film AG versorgt euch ständig mit den neuesten Informationen. Mario hat gerade Prinzessin Toadstools Schloss erreicht und macht sich auf die Suche nach dem Powerstern. Was? Unser wagemutiger Kollege wird ihn auf diese heikle Mission begleiten. Die C-Knöpfe dienen seiner Steuerung. Ich glaube, C-Knöpfe habe ich mir auf diesen zweiten Stick gelegt. Du kannst die Perspektiven beliebig verändern. Sollte sich der Blickwinkel einmal nicht verstellen lassen, erklingt ein Warnton. Genauere Erläuterungen hierzu werden wir euch zu gegebener Zeit mitteilen. Damit zurück zum Hauptfilm. Ah, jetzt habe ich das gerafft. Ich glaube, dieser Lucky Two soll sozusagen hier alles, was wir tun, aufnehmen.
Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Kann mal gucken. Ja, doch, ich habe auf dem Stick daneben meine C-Stick-Tasten. So, da können wir jetzt hier drehen. Genau, mal auf die andere Seite drehen. So, wieder zurück zum Hauptgeschehen. So, auf zum Schloss und hinein. So, mal schauen. Dum, 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 dum. Oh, oh. Na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause, also verschwinde besser wieder. Ja, das war jetzt der gute alte Bowser, glaube ich. Ja, das war Bowser. Und irgendwie, naja, er hat wieder was angestellt, das ist schon mal klar. Und bevor ich jetzt irgendwie großartig anfange, hole ich mir erstmal die Münzen. Denn Münzen sind einigermaßen wichtig, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht ganz genau. So, jetzt haben wir die Münzen und dann begeben wir uns nochmal direkt zum allerersten Level. So, bin ich mal gespannt, ob ich den Stern auch direkt holen kann. Ja, das ist ein Bob-Omb-Level, ihr seht schon hier. Gibt viel, viel Geknalle und viel, viel Geboome. Und ich hoffe, ihr sagt jetzt nicht, dass ich so der Vollnoob bin in diesem Spiel. Ich hab's nicht oft gespielt. Ist schon echt jahrelang her, aber... Entschuldigung. Aber ich werde mein Bestes geben. So, erste Mission hier für den ersten Stern. Besiege König Bob-Omb. Okay, dann wollen wir uns nochmal ins Geschehen schmeißen. Du bist inmitten der Kampfarena gelandet. Sei vorsichtig. Die vom Bowser erbeuteten Powersterne findest du in den Wandgemälden. Ja, das wissen wir auch. Sprich zuerst mit Buddy, der rosa Bombe. Drücke B, um dich mit ihr zu unterhalten. Sie und ihre Kolleginnen werden dich sicher unterstützen. Drücke B, um Schilder zu lesen. Mit A oder B kannst du die Nachrichten umblättern. In anderen Kursen triffst du weitere Freunde, die dir helfen. Okay, dann wollen wir nochmal gucken. Rede mit mir. Bewege dich vorsichtig durch das Gelände, damit du kein Opfer der Wasserbomben wirst. Okay, ja, andere Bob-Oms, ich weiß, gut. Ja, ich glaube, mehr müssen wir jetzt hier eigentlich gar nicht reden mit den Typis. Und ja, hier, das Ultramonster überhaupt bei Super Mario, der Goomba. Stirb, Goomba! Boink! Und Goombas geben natürlich immer noch Münzen, ist ja klar. So, jetzt haben wir schon mal eine Münze. Hey, da ist noch ein Goomba. Stirb, Goomba! Oder auch nicht. Haha, hab ich dich voll verarscht, Goomba. So, ja, Hauptmission hier ist es, König Bob-Omb zu töten. Und der Kettenhund, oh mein Gott, der Kettenhund. Ja, Hauptmission Bob-Omb töten, also König Bob-Omb töten. Und das machen wir, indem wir auf so eine... ein Bob-Omb! Noch ein Bob-Omb und eine Wasserbombe. Verschwindet, haut ab. Geht doch. So, oh, zwei Kugeln. Cool. Kugel, Hilfe. Gut, ja, das schaffen wir, indem wir hier auf diesen Berg hoch. Laufen, ihn erklimmen, hochklettern können wir, glaube ich, nicht. Und, Riesenkugeln! Scheiße! Nur eine Kugel! Mein Gott, was ist... was ist hier mit diesen Kugeln nur? Ey, geh mal weg! Okay, das gefällt mir nicht mit diesen Kugeln. Ja. Ich sag schon mal dazu, ich werde das hier nicht als 100% Run machen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Und, kleiner Tipp für euch. Abkürzung gibt's hier. Hier reinspringen und reinstellen und schon wird man teleportiert. Quasi gewarpt. So. Und damit wären wir schon fast bei der Spitze hier. Das finde ich immer schon mal gut. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier hoch. Und da ist der fette Sack schon. Ein riesen Bob-Omb. Hallo Bob-Omb. Ich bin König Bob-Omb, Herrscher für alle Bomben und Gebieter der Explosionen. Wer gibt dir das Recht, diesen Berg zu betreten und dieses königliche Plateau zu beschmutzen? Anscheinend haben dich die Wachen unterschätzt, aber mir wird dieser Fehler nicht unterlaufen. Der Powerstern ist in meinem Besitz und wird auch dort bleiben. Dein Ende ist gekommen. Du, oder bist du etwa der Meinung, du könntest mich von hinten packen und besiegen? Niemals! So, es ist eigentlich ganz einfach, den Typ zu besiegen. Und zwar muss man nur hinter ihn gehen und ihn sich schnappen und dann wegschmeißen. Aber dazu müssen wir jetzt erstmal gucken. Nein. So, hinter ihn und B drücken und schmeißen. Bumm. So, und das Dumme ist, wenn er uns erwischt, ist dumm, weil dann nimmt er uns auch so und schmeißt uns herum. Moment. Ich lasse ihn erstmal ein bisschen laufen. Ja, laufe, komm, jetzt gehen wir um mich rum und schabam. So, schmeißen und bumm. So, und wie es natürlich bei jedem Mario-Spiel ist, das muss man mit dem Endgegner dreimal machen. Ist ja nicht gerade schwer. Komm, kommst du her. So, jetzt habe ich dich. Und... Hörst du mal... Bam. Boah. Wie? Du hast mich besiegt. Ich verneige mein Haupt vor deiner Größe. Aber du musst dich vorsehen. Bowser wird nicht so leicht zu besiegen sein.
Ich gebe diesen Stern, um dir meine Demo zu beweisen. Trage ihn mit Stolz. Wenn du mich wiedersehen willst, wähle den ersten Stern des Kursmenüs an. Bis dann. Yeah, unser erster Powerstern. Cool. Und ich muss noch überlegen. Ich nehme hier gerade den Mikrofon-Sound mit Fraps noch auf. Vielleicht wird das im nächsten Part oder in den nächsten Videos geändert. Und zwar mit Outer City aufgenommen. Aber dazu muss ich mich noch umentscheiden. Weil ich wollte eigentlich hier mit Fraps nur aufnehmen. Weil es ist einfach speichersparender. Ja, ich habe eine Auslastung von 1,6 GB. Das ist nicht viel. So, Bestleistung. Besiege König Bob Omb, eine Münze bekommen. Ja, das ist auch nicht gerade schwer. Speichern und weiter. Du hast einen der gestohlenen Powerstände gefunden. Damit kannst du einige versiegelte Türen öffnen. Versuch's mal im Zimmer der Prinzessin im ersten Stock oder in Wumms Festung im Erdgeschoss der Vorhalle. Halte Bowser auf und rette uns und die Powersterne. Wir zählen auf dich und drücken dir die Daumen. Ja. Und ich hoffe, ihr drückt mir auch die Daumen, wenn es wieder heißt Super Mario 64, denn wir beenden an dieser Stelle hier. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal.